willkommen zurück zu Guild Wars 2. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ja, freue mich, dass wir weiterspielen. Ich nehme jetzt direkt im Anschluss die zweite Folge auf. Das heißt, ich weiß nur nicht, wie ihr auf die erste Folge reagiert. Allerdings habe ich ein bisschen was umgestellt. Ich habe die Lautstärke runtergemacht, denn ich muss sagen, das war ziemlich laut. Und da ich jetzt alles mit einem Programm aufnehme, weil mein Mikrofon so gut funktioniert, kann ich das im Nachhinein nicht gut runterregeln, weil man meine Stimme dann auch wieder nicht so gut hört. Deshalb tut es mir leid. Es wird jetzt besser, es ist auf jeden Fall leiser. Ich höre es an meinem Kopfhörer. Und ja, wir haben uns zum Schluss das Panorama hier geholt und stehen hier auch noch so schön rum. Hier oben in den Bergen, auf einem Dach. Und ich würde sagen, wir düsen einfach den Weg mal weiter. Jemand, der nicht die gekaufte Version hat, muss jetzt hier ganz langsam, wie ich jetzt hier runtergehen, sonst fällt man runter und ist direkt tot und das wäre jetzt nicht so schön. Tschupp. Und dann gehen wir hier weiter. Tschupp. An manchen Sachen ist es ein bisschen schwer hochzukommen, aber man hat jetzt gesehen, okay, mit dem Gleitschirm ist man gut da runtergekommen. So, hi Leute, was geht? So, genau. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier lang und einfach hier runter. Genau, wir haben auch schon die zweite Waffenfähigkeit raus. Und zwar pustet sie dann, kann ich dir mal zeigen, pustet sie Feuer. Mega cool. Also ich muss sagen, ich liebe den Elementarmagier. Das ist so ein richtig cooles Spiel. Und da sind wieder ein paar. Da hat einer einen Wolf. Zumindest ist das, also in dem Sinn meine ich damit, das ist ein Waldläufer. Da kann sich Tierchen dazu holen. Mit meinem Waldläufer werden wir auch mal zusammen spielen. Wenn wir da ein bisschen was gemacht haben. So, einmal wieder M. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir hier hinterkommen. Und das Panorama und die Sehenswürdigkeit uns holen. Wegmarke haben wir schon bekommen. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach hier hinten weiter und gucken, wie weit wir kommen in dieser halben Stunde. Ich wollte immer eine halbe Stunde aufnehmen, da ich ja das so aufnehme, wie ich es spiele. Und dementsprechend... Greifst du mich jetzt an? Nee, gut. Sonst müsste ich dich ein bisschen kaputt machen. Ja, da ich nicht viel rausschneide, kann ich halt immer nur die halbe Stunde, sonst wird es zu anstrengend. Ja, ich bin immer noch mega nervös. Direkt im Anschluss den zweiten Teil und ich freue mich so, dass wir was anderes auf dem Kanal bringen. Hoffe natürlich, dass das allen gefällt. So, da ist irgend so ein Fuzzi. Und genau, du siehst halt immer, was der dir hier anzeigt. Der möchte jetzt, dass wir hier ein Event abschließen. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hin. Wir greifen den jetzt einfach mal direkt an. Mit 1, wie gesagt, ich laufe immer hin und her. Man sollte nicht unbedingt stehen bleiben, sonst ist man ganz schnell ein bisschen kaputt. Immer ein bisschen rumlaufen, zurück, wenn man sieht, okay, man leben wird langsam knapp, lieber zurück und auf Fernkampf. Das haben wir natürlich jetzt hier in dem noch nicht. Da sind wieder andere Spieler. Und das Herz können wir machen, indem wir jetzt hier einfach die Fallen und ein bisschen gegen die Bösen kämpfen. Wir haben hier viele Tiere. Die Norn sind ein sehr tierliebes Volk. Hallo Bär. Das Entfernen, du siehst, wie gesagt, also okay, ich sollte vielleicht ein bisschen auch was erklären. Entschärft Bärenfalle, beseitigt die Fallensteller der Swanier, entfernt Markierungen der Swanier, füttert die Bärenjungen. Da ist wieder ein kleiner Wolf von einem Wandler. Jetzt haben wir den Punkt uns geholt. Und hier ist Totemschrein des Bärs. Du kannst halt mit denen so ein bisschen Meditation treten. Und da ist auch noch ein. Einfach immer wieder F drücken. Aber das poppt auch im Bildschirm auf hier, wenn du da was machen kannst. Also eigentlich, wie gesagt, ist es idiotensicher, wenn ich das so sagen darf. Die Markierung machen wir noch weg. Da ist auch noch eine. Jetzt steht sie im Felsen. Geil. Und unser Herzchen wächst weiter. So. Wie gesagt, ich... Richtung von wo sie hinlaufen, mache ich alles per Maus. Und wenn wir nicht kämpfen müssen, bewege ich mit W, A, S, D größtenteils meinen Charakter eigentlich mit W, A, S und D, um einfach mehr Rundumblick zu haben. Wenn wir bei Kämpfen eher nicht. So, müssen wir hier irgendwas holen. Panorama ist oben. Da müssen wir dann da außen rum. Okay. Wenn wir schon hier sind, würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir auf den Berg kommen. Und ich habe total vergessen, dir zu zeigen, wie der Raptor aussieht. Das mache ich aber heute in dieser Folge. Ich hoffe, ich vergesse es nächstes Mal nicht. Genau. Wir düsen jetzt einfach hier ein bisschen lang. Und ja. Chips, da ist ein Rabe. Hallo Rabe. Wie gesagt, Weiß greift gar nicht an. Das sind einfach normale Tiere. So, dann gucken wir mal, ob wir hier hochkommen. Chips, jetzt kommen wir hier hoch. So. Und die nächste Panorama-Rundfahrt. Das Coole bei den Panoramen ist halt, wenn du zum Beispiel jetzt in der Gruppe bist oder zum Beispiel ich würde jetzt mit meinem Freund zusammen, mit seinem Vater, mit seinem Bruder spielen und die würden jetzt hier irgendwo rumtrommeln, dann würden wir die auch direkt live in diesem Video sehen. Das finde ich mal ganz cool, dass sie das direkt mit der Live-Aufnahme machen. So, wir haben uns jetzt ein weiteres Panorama geholt und hier ist ein Greif, der gerade ein bisschen Stress haben will. Und du siehst genau hier an der kleinen 3, dass der Level 3 ist. Also es ist genau unsere Levelstufe, den sollten wir kaputt kriegen, ohne groß zu sterben, was auch jetzt perfekt geklappt hat. Und ja, dann können wir... Ich weiß jetzt nicht, ob der Greif was bekommen hat. Haben wir was von dir bekommen? Das werden wir jetzt gleich sehen. Nee, die Greifen bringen nichts. Gut, dann lassen wir die leben. Lass mich in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Ja, dann gehen wir weiter. Richtung... Das ist einer der Lieben. Wie gesagt, ich habe mir das alles anzeigen lassen, dass ich ja nicht irgendwie einen anderen... Da ist so ein Typi. Piu, 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 kacki, kaputt. Oh, der ist ganz schön stark hier. Treten. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Uff, kommst denn du jetzt her auf einmal? Immer schön rumlaufen, dass die uns nicht kaputt machen. Der war sogar Level 2. Und ja, bisher sind wir noch nicht kaputt gegangen. Hallo, Berries. Da schon wieder einer. Dann machen wir den doch direkt mit. Das geht nämlich alles in unser Herz. Und wir treten nochmal den Baum. Dann kriegen wir nämlich auch nochmal einen. Da ist er. Und... Brenn, Baby, brenn, würde ich sagen. Da sind die Bären. Im Wasser können wir auch kämpfen. Allerdings bin ich ganz ehrlich, ich hasse es, im Wasser zu kämpfen. Da sind die Babybär. Hallo, Babybär. Hallo, Babybär. Wie geht es dir? Hallo, Babybär. Voll süß, ja. Das Freistellen, wie du ohne den ganzen Krimskram rumrum das bekommst, zeige ich dir auch. Das ist einfach eine Tastenkombi, indem du Steuerung, Shift und H drückst. Ich mache das immer nacheinander und dann blendet der dir alles ringsrum aus und du kannst schöne Fotos machen. Hallo, Babybär. Ich kann dich leider nicht füttern. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Hallo, Mama Bär. Dich kann ich auch nicht füttern. Gut, da ist noch eine Falle. Also eigentlich was leuchtet... zeigt dir eigentlich an, dass das mit dem Herz zu tun hat. Wir können natürlich mal kurz ins Wasser gehen. Du siehst, du kannst unter Wasser schwimmen, du kannst kämpfen. Allerdings ist das erst ab Stufe 8 gültig. Und ja, Schwimmen ist eigentlich total cool. Nur das Kämpfen ist nicht so meins, bin ich ganz ehrlich, weil ich da ja nicht so stark immer bin im Kämpfen. So, was haben wir hier? Da könnte man auch hoch. Könnten wir eigentlich mal langlaufen. Vielleicht gibt es da noch was für das Herz. Das müsste in dem Herzbereich noch sein. Wie gesagt, Gelb greift uns nicht an, aber das Herz ist jetzt weg, aber wir können trotzdem kurz hier hin, um das Gebiet zu... Einmal gucken, ob da vielleicht irgendwas ist. Nö. Scheint nicht so. Dann gehen wir wieder runter. Dass wir unser Herz machen können. Hey, Dude. Ey, du sollst mich nicht schlagen. Spinnst du? Dann brutzel ich dich jetzt halt einfach ein bisschen. Machen wir einfach so. So, tschüss. Tot ist er. So. Wie gesagt, Rot greift direkt an, Grün greift einen nicht an, genauso wie andere Spieler, außer du bist im PvP, dann greifen sie dich an. Und da musst du wirklich aushalten, als auch stark sein, sonst überlebst du das nicht. Hallo Babybär, da ist wieder eine Fischfalle. Ist hier noch eine Fischfalle? Ja, wir sind eine Fischfalle. Boah, meine Güte. Oh mein Gott. Aber ich bin so happy mit meinem neuen Mikro. Ich hoffe, man versteht mich jetzt auch besser. Die Lautstärke des Spiels ist besser. Also ich höre es angenehm auf den Kopfhörern. Können wir hier irgendwas treten wieder? Hier können wir was treten. Drittmal, liebe Soraya. Und dann das wieder ein Böser. Dann machen wir euch doch alle drei platt. Den haben wir schon. Brennen. Ui, und da kommt der nächste Spieler. Du bist ein bisschen spät. Und jetzt haben wir sogar irgendeine Belohnung bekommen. Einmal sind wir fast ein Level aufgestiegen. Wir haben das Herz fertig. Da bedanken sie sich immer im Auftrag der Bären, dass ihr ihre Kinder geholfen habt und so weiter und so fort. Ich bin ehrlich, ich lese mir das kaum durch. Ich lasse dir das, wenn nicht, müsstest du pausieren, dass du dir das genau durchlesen kannst. Auf jeden Fall haben wir wieder eine Verkäuferin freigeschaltet, kriegen 90 Karma und 45 Münzchen wieder. Und dann haben wir jetzt hier Punkte bekommen. Wanderer, Hügel, Explorator, Novizin. Wir haben eine goldene Truhe. Dann Tutorial-Beherrschung. Sehr cool. Also wir kriegen immer Belohnungen, wenn wir was gut machen, dann kannst du da Doppelklick drauf machen, dann kriegst du bestimmte Belohnungen. Zwar haben wir hier einmal Explorator-Verstärker. Wir haben einen 10-Platzbeutel, den können wir direkt reinschmeißen. Da habe ich nämlich noch einen übrig. Wir haben Karma. Mit Doppelklick geht das dann in deinen Karma-Bereich. Was ist das hier? Portal Noviz Stärkenkarte. Doppelklumen ausgewählt, zu einem welchen Zorn ihr teleportiert, wenn die Kategorie verbraucht. 1 von 5 aufladen, die Signal kann im Kampf nicht verwendet werden. Okay. Alles klar. Dann machen wir das jetzt mal hier unten rein. Und dann haben wir noch Heldverstärker. Die geben einmal, die gilden 30 Minuten, bringen dir 50 Erfahrungspunkte aus allen Quellen, 50 auf PvP, 100 Bonus auf Siegeserfahrungen. Also die verstärken alles bei dir, magisches Gespür, Chance auf kritische Handwerkserfolge. Wenn du zum Beispiel ein Handwerk machst, das machen wir mit der hier auch. Und dann kann ich dir direkt zeigen, du kannst so Sachen lagern in deinem Material. Ich mache das immer so. Ich gucke mir an, was ich habe. Den könnten wir öffnen. Dann kriegen wir nochmal was. Dann gehst du Rechtsklick, Material lagern. Rechtsklick, Material lagern. Und den Beutel werden wir verkaufen. Beziehungsweise den können wir nicht verkaufen, das ist Account gebunden. Manche Sachen sind Account gebunden, manche wiederum nicht. Und die tauschen wir einmal. Ich habe das nämlich gerne von dem großen Beutel zum kleinen. Und heute werden wir auch nach Löwenstein gehen, um den zweiten Beutel zu holen. Ich habe nämlich nochmal einen 10-Platz-Lederbeutel bekommen und den würde ich da gerne benutzen für sie. Jetzt müssen wir kurz mal bei M gucken. Also wir waren jetzt hier. Wir können jetzt hier einmal durchs Wasser auf die Seite ein bisschen rumturnen. Da haben wir nämlich einmal eine Wegmarke. Oh, da ist ein Event. Ich würde empfehlen, wenn ihr direkt von einem Event benachrichtigt werdet, indem da so ein Kreis ist oder das direkt im Bildschirm aufploppt, würde ich direkt hingehen und damit man, weil ihr kriegt Belohnungen, das gibt XP und es macht einfach Spaß. Also ich bin ein absoluter, wenn es übersichtlich ist. Es gibt in Drachensturz von der 4. Staffel, ist ja mit Drachen und allem und das ist dann schon so ein bisschen verwirrend, wo man hin muss. Das kannst du auch nicht alleine machen oder so mit ein paar Leutchen, wie wir es jetzt hier machen. Wir sind jetzt gerade aktuell zu zweit. Aber bei so einer Stärke geht es gut. Wir haben die NCP, ich weiß nicht, wie die heißen. Du wirst wissen, was ich meine. Die machen halt hier, du musst nicht die ganze Zeit da bleiben. Es reicht, wenn du ein bisschen anschießt, dass die sehen, ah, guck mal, du hast da teilgenommen an dem Event. Und dann könnten wir auch jetzt weiter schon düsen. Auf dem Weg nehmen wir noch ein paar mit. Brennen. Auf Wiedersehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal rüber. Da siehst du schon die Wegmarke von Fernem. Und wir holen uns die Wegmarke. Gibt alles XP, die wir brauchen. Und das Event, was wir jetzt mitgemacht haben, sollte uns dann auch ein paar Punkte geben. Ja, hör auf mich anzuschießen, du. Wieder ein Herz. Wir stellen uns kurz in die Wegmarke. So, durch die Wegmarken eigentlich immer nur durchrennen. Und wir sind ein Level aufgestiegen. Jetzt werden wir noch angegriffen. Wer greift uns an? Mit dem kleinen Pfeil kannst du es runterlegen. Wir müssen den kurz kaputt machen. Sonst nimmt er mir zu viel Leben weg. Und da habe ich keine Lust drauf. Ich möchte nämlich nicht hier tot rumfliegen. So. Und wir haben noch was freigeschaltet. Brennende Geschwindigkeit. Gleitet vorwärts und ruft im Zielgebiet Explosionen hervor und hinterlasst eine Spur aus Feuer, die Gegner Brennungen zufügt. Also ich muss wirklich sagen, Elementarmagier mit Messer, Dolch und sowas ist schon ein geiles, muss man schon sagen. Gut. Wir haben hier eine Levelbelohnung bekommen. Waffenfertigkeit 3, also die Waffenfertigkeiten findest du hier. Die kommen immer nach und nach. Dann haben wir Bankgeschäfte freigeschaltet. Das heißt, wir können rein theoretisch jetzt zur Bank und Sehenswürdigkeiten. Perfekt. Und du siehst hier ab Level 5 neue Klassenfertigkeit, Level 6 edle Ausrüstung. Die ist halt ein bisschen edler, hat mehr Kraft, sage ich jetzt mal so. Und wir haben das Event gekriegt, hast du gesehen? Wir kriegen einmal Punkte, haben ein bisschen Karma bekommen und hier regnet's von der Elementarmagierin, die hier steht. Und Heldenpunkte sind ab Level 11 freigeschaltet. Keine Ahnung, was das jetzt war. Weiß ich nicht. So, das Herzchen ist in die Richtung. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal in die Richtung, dass wir wissen, was wir zu machen haben. Und zwar bekämpft die Growler. Das sind die Teile, die Crows. Keine Ahnung, wie die nennen. Wie gesagt, manche Namen sind schwer. Die müssen wir kaputt machen. Indem ihr die Höhlenmalereien... Hä, du bist ja schon wieder da. Wo kommst du jetzt auf einmal her? Du kannst halt auch, wenn du zweimal auf die Taste A oder D drückst, so einen Doppelklick, dann macht die auch eine Ausweichrolle. So, kaputt ist er. Und dann müssen wir Malereien auslöschen, Bildnisse zerstören. Da ist schon wieder einer. Wo kommst du denn her die ganze Zeit? Du siehst halt immer die Zahlen, die hier auftauchen. Das nimmt wie viel Schaden. Wenn man macht im Moment 20er Schaden, können wir hier vorsichtig runterdüsen. Das Ding machen wir auch noch kaputt. Das sind diese Bildteile. Und Opfergaben zerschmettern. Dann würde ich sagen, gehen wir aber mal hier in die Höhle rein. Hier ist nämlich das ganze Zeug von denen. Da ist was. Können wir direkt kaputt machen. Piu, gell? Ja, hat's gemacht. Piu, piu, piu. So. Da ist was. Das kaputt machen. Das müssen wir abfackeln. Ah, das ist auch ein Elementarmagier. Wir sind nicht die einzigsten Elementarmagier. Kaputt machen. Das können wir noch nicht aufsammeln. Schade. Da ist noch was zum kaputt machen. Helfen wir ihm gerade ein bisschen hier. Die Kaputsche machen. Gibt uns nämlich auch XP. Helfen wir auch gerade mal. Hey, Dude. Kilian heißt er. Also es gibt interessante Namen und es gibt weniger interessantere Namen, wo mir denkt so, meine Güte, gestern, als wir gespielt haben, ohne Witz hat sich einer Leberwurstbrot genannt. Ohne Witz. Schade, dass ich kein Bild gemacht habe, sonst hätte ich dir das jetzt eingeblendet. Aber ja, da hat einer sich wirklich Leberwurstbrot genannt. Wie man auf die Idee kommt, keine Ahnung. Also es gibt coole Namen, ganz ehrlich, aber es gibt auch dann noch Spieler, wo sie sich Leberwurstbrot nennen, wo ich mir denke so, wieso machst du das? Jeder sieht doch deinen Namen. Jeder kann das lesen. Klar, manche machen es als Gag. Aber ich würde mich sie nie so nennen. Deshalb bin ich froh. Unsere Soraya Stark. Ich finde, es ist ein schöner Name. Passt zu ihr. Wir werden ihr gleich auch nochmal ein bisschen farblich ihr Outfit anpassen, weil ich so im Spiel viel mehr Farben habe als beim Erstellen. Macht kaputt. Achso, wir müssen es angreifen. Anmachen. Ich hoffe, das Geklicke der Tastatur ist nicht so laut. Ich habe eigentlich eine sehr leise Tastatur. Aber wenn ich da halt drauf rumtippe, das kann halt dann schon mal lauter werden. So, hier einmal das abziehen. Und dann haben wir unser Herzchen fast voll. Brauchen nicht mehr viel. Boom. Dann machen wir das hier noch kaputt. Den Dämonen. Das Dämonenabbild. Alles klar. Wie siehst du überhaupt aus? Dämonenabbild. Das sieht schon geil aus, muss man so sagen. Unsere... Ups, kaputt. So. Das können wir noch... Ah, unser Herz ist fertig. So. Da kriegen wir wieder eine Danksagung in dem Sinn. Gut gemacht haben wir es. Und das ist, dass ich eine epische Ballade über eure Taten verfasse. Also da wird eine Ballade verfassen. Und wir kriegen halt Gedanken. Wie gesagt, du kannst ja das durchlesen, damit wir schneller vorwärts kommen und nicht so viel Zeit drauf geht, werde ich das nicht vorlesen. Findet der ein oder andere vielleicht blöd. Aber du kannst es dir durchlesen, indem du das Video pausierst. Und wir kriegen wieder Karma, Münzchen und haben den Händler freigeschaltet. So, du siehst hier, wir haben hier einen hellen Punkt. Der ist irgendwo unten. Nur hier ist alles zu. Also wir kommen nicht runter. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Kann sein, dass wir durch das Wasser irgendwie reinkommen. Da ist auch ein Punkt. Aber wir gucken mal, was dieser Händler für uns bereit hat. Der Skald. Wissen ist Macht. Ja, Wissen ist Macht. Wir haben hier sowas. Irgendjemand greift mich schon wieder an. Wer schießt auf mich? Wer schießt auf mich, hä? Was willst du? Willst du Stress? Dann brenn bitte. Auf Wiedersehen. Das machen wir auch direkt kaputt, bevor das Ding uns irgendwie angreift. Auch wenn wir jetzt nichts mehr an Herzchen sammeln. Ich glaube, wir kriegen... Ne, XP kriegen wir nicht. Okay, so, jetzt gucken wir nochmal, was der Händler hier hat. Und zwar teuflische Graalkunst. Und zwar ist das ein Schmuck. Ich glaube, ein Ohrring oder sowas, glaube ich. Und die bringt uns Vitalität. Vitalität ist gut. Ich würde sagen, wir kaufen uns das zweimal. Können wir zweimal das draufsetzen. Hellmenü mit H öffnen oder hier oben drauf gehen. Ja, wir können es uns zweimal kaufen. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns das einfach zweimal. Und setzen wir das direkt rein. Dann hat sie nämlich ein bisschen Vitalität. Und Vitalität bedeutet, wir kriegen mehr Leben. Das ist gut. Wir brauchen nämlich Leben. Und wir haben einen Stab. Wir könnten als Zweitwaffe einen Stab hinzunehmen. Das ist unser alter Deutsch. Wir haben irgendeine neue Hose. Die ist zwar besser, aber wenn du hier Rechtsklick immer auf die Sammlung, kannst du dir das anzeigen lassen, wie das aussieht. Und ich bin ehrlich, das sieht nicht schön aus. Das sieht nicht schön. Wir könnten den... Ah, das ist doch alles zu gut. Wir lassen ihn im Inventar. Gucken gerade mal, ob wir irgendwas haben, was wir wieder im Material lagern könnten. Das kann man verkaufen. Den können wir mal hier hinpacken. Eher gesagt umgedreht. Den Stab dahin. Den Lederbeutel, den verkaufen wir auch. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen paranoid. Ich sortiere mir das immer schön, dass ich da einen Überblick habe. So, wir haben nicht mehr viel Zeit. Laut Plan 10 Minuten. Wir rennen jetzt einfach mal hier weiter in die Richtung. Genau, hier ist eine Wegmarke und ein Punkt. Wir rennen jetzt einfach hier in die Richtung weiter. Genau, ich zeige dir jetzt einmal den Raptor. Den kannst du mit X öffnen, außer du hast dir den auf eine Funktionstaste zum Beispiel oder eine andere Taste. Bei mir ist F9 die Himmelsschuppe und F10 der Hase. Und ich gehe jetzt mal kurz auf den Raptor. So sieht der Raptor aus. Ich glaube, mit Path of Fire kriegt man den. Bin mir nicht sicher. Ich werde es dir vielleicht einblenden. So sieht der Raptor aus. Der ist voll cool. Wir können ja mal kurz mit dem hier rumlaufen, dass die Zeit schneller vorbeigeht. Der kann extrem weit springen, wenn du ihn gelevelt hast. Und Wasser kommt darauf an, wie tief es ist. Kann er durchlaufen? Da ist wieder ein Event. Wollen wir das Event machen? Und wenn du die 1 jetzt drückst, greift er sogar an und kann... bisschen Schaden machen. Den haben wir gekriegt. Den Event war erfolgreich. Sehr schön. So muss das sein. So muss das sein. So, er möchte jetzt, dass wir hier hingehen und das Ausweichen lernen. Dann würde ich mal gucken, dass wir da hinkommen. Du kannst es da machen, du musst es aber nicht. Ich gehe jetzt mal dahin. Wo auch immer der jetzt verblieben ist. Hallo? Ach, da. Hinten ist er. Gut. In die Richtung weiter. Hallo, hast du ein Event ausgelöst? Das ist aber cool, dass du das ausgelöst hast. Darf ich da kurz mitmachen, dass ich die Punkte kriege? Brennen. Hör auf mich anzupicken, weißer Moor. So. Die Punkte kriegen wir, das steht fest. Entschuldigung. Und jetzt müssen wir hier hoch einmal und gucken, was die Ausweichkunst uns lernen möchte. Ich habe gerade mal was getrunken. So, hier ist der junge Herr. Weicht drohenden Gefahren aus, indem ihr die V-Taste drückt oder in meinem Fall die Taste, die ich mir dafür zugelegt habe. Bei meiner Maus habe ich dir ja in dem letzten Video gezeigt, um Sachen auszuweichen. Heißt, wir müssen, hier kriegst du das angezeigt, du hast einen Balken, du kannst zweimal ausweichen. Wenn das leer ist, musst du warten, bis es vollgeladen ist. Und wir drücken jetzt V und sind durchgekommen. Jetzt drücken wir einmal öffnen und kriegen eine Truhe. Gucken, jetzt siehst du hier, das wächst wieder. Und wir haben einen Schuh bekommen. Gar nicht so ein schlechter Schuh. Das weiß ich gar nicht, was für einen Schuh wir überhaupt haben. Aber wir haben diese großen Stiefel. Das passt ein bisschen besser dazu. So, wir wollen jetzt hier wieder raus. Heißt, wir drücken wieder V, damit wir rauskommen. Wenn wir nicht rauskommen, haben wir ein bisschen Pech. Dann machen wir jedoch hier die Sachen gerade kaputt. Und ich gucke noch, dass wir irgendwie nach Löwenstein kommen. Ich habe zwar noch keinen Plan, wie wir das machen sollen. Ich müsste an die Bank, um die Tasche zu bekommen. Und wir sind ein Level aufgestiegen. Jetzt kommen sie hier von aller Ecke. Oh mein Gott. Angreifen kann ich ihn nicht. Irgendwas... Ist hier, kann ich dich angreifen? Ja, dich könnte ich angreifen. Dann greife ich dich doch an. Brennen. Wie gesagt, immer rumlaufen, gucken, wo jemand ist. Wenn viele auf einem Weg sind, das ist die 3, die machen wir jetzt mal kurz, die brennen dann so ein bisschen. Ich finde Elementarmagier sehr cool, aber auch Waldläufer ist cool, Mesmer ist cool, kann man nicht anders sagen. Alle Klassen sind cool, wenn man sie halt für sich so einstellt, dass man sie spielen kann. Was ist das hier? Ein Wolfswelpe. Ihr seid böse, ihr habt die Wolfswelpen eingefangen. Wir sind wieder ein Level hoch. Wir haben die neue Klassifikation freigeschalten und wir können andere Spieler wiederbeleben, wenn sie am Boden sind. Da gibt es 2 Phasen. Du bist erstmal niedergeschlagen und musst dann um dein Überleben kämpfen. Da ist die Möglichkeit, auch wenn du einen Gegner sehr weit unten hast, dass du wieder aufstehst. Oder wenn du komplett besiegt bist, entweder bleibst du liegen oder du springst zur nächsten Wegmarke und kommst wieder und kannst halt auch am Boden liegende Spieler wieder aufheben. Das finde ich sehr cool. Für Platz für Begleitshandschuhwaffen kriegen wir ab Level 6. Edle Ausrüstung, persönliche Geschichte brauchen wir nicht mehr viel. Und jo, wir düsen mal hier weiter, um die Sachen zu machen. Unser Herzchen ist fast voll. Kann ich dich angreifen? Ja, aber ich kann schon. Hör auf, mich anzuschießen, du. Bist du des Wahnsinns? Mich anzuschießen. Ich glaube, die kriegen beide. Gibt beides Punkte. Brein! Ja. Und gibt beides XP für unser Herzchen. Wir haben hier irgendwo. Holen wir mal die auch noch fertig. So, hör auf mich zu schlagen. Ich bin eine Frau, man schlägt keine Frauen. Und wir haben, habe ich gerade gesehen, unser zweites Element freigeschaltet. Wasser. Wir können mit Wasser mal spielen. Einfach F2 drücken. Dann haben wir jetzt Wasser freigeschaltet. Ich spiele mit den Elementenmagern am liebsten mit Feuer und Luft. Aber wir spielen jetzt hier ein bisschen mit Wasser, um einfach zu gucken, wie sich das verhält, wie sich entwickelt. Du kannst auch hier wieder Wasser pusten. Und hör auf mich zu schlagen mit deiner Axt. Bist du des Wahnsinns? Das ist nicht nett, was du da treibst. Man schlägt keine Frauen. Da ist unser Freund wieder, der Kilian. Mit seinem Hundi. So, unser Herzchen braucht nicht mehr viel. Wir müssen jetzt aufpassen, dass sie jetzt alle auf uns kommen. Einmal ausgewichen und dann immer gucken. Weil wenn wir so klein noch sind, sage ich jetzt mal, müssen wir aufpassen, weil da ist jetzt noch jemand da. Dann können wir da mit angreifen. Denn zu zweit ist man immer ein bisschen stärker, als wie man, wenn man alleine irgendwo angreift. Aber das Spiel ist halt so individuell. Du kannst alleine dein Ding machen, du kannst mit Freunden zusammenspielen, du kannst in eine Gilde beitreten, die mit dir dann zusammen Sachen machen. Also ich finde es mega cool. Wir spielen mal zusammen, wir machen mal unser eigenes Ding. Also mein Freund und ich mit seiner Familie, das ist also wirklich individuell. Du hast so viele Möglichkeiten und du hast halt immer irgendwas zu tun. Es ist nie zu Ende. Das finde ich so richtig cool. Das war jetzt die 3. Da kriegst du mit dem Wasser so einen Eiskristall, der aus dem Boden ploppt. So, unser Herzchen ist fertig. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier weg. Wir holen uns jetzt noch hier den Punkt und links die Wegmarke und gucken gerade mal, ob wir hier jetzt alles geholt haben. Wir haben jetzt hier noch einen Punkt. Da muss ich gucken, wie wir da hinkommen. Wir holen uns jetzt den Punkt, die Wegmarke und gucken, ob wir hier irgendwas noch machen können. Und dann müssen wir irgendwie mal zur Bank, dass ich den zweiten Beutel holen kann, damit wir mehr bekommen. Lob des Rudels. Ich grüße euch. Soraya Stark, mit eurer leidenschaftlichen Entschlossenheit und eurer Hilfe für sein Rudel habt ihr den Wolf erfreut. Das freut mich sehr. Dankeschön. Wie gesagt, wir kriegen immer so Dankesreden und wir haben wieder einen Händler freigeschaltet, kriegen 105 Karma, 52 Silber und nehmen das an. Ey, hör auf mich anzugreifen, du. Hey. Man schlägt keine Frauen. Das macht man nicht. Hey Leute, was geht? Dann gucken wir doch mal, was der Kerl hier für uns hat. Ein Totem und irgend so ein komisches Lindwurmbrot braten. Wie gesagt, du hast Buff-Food, was einmal ernährungsmäßig was macht. Ist das jetzt dein Ernst? Bist du mir jetzt gefolgt? Und du hast Buff-Food, das kommt dann nämlich hier jeden Tag auf, wo du dann einmal die Fähigkeiten verbesserst oder halt auch dann Goldgespür und so weiter. Das kann ich dir kurz mal hier vorlesen. Und hier würdest du 3% Brenndauer bekommen. Also plus 3% und 10% für besiegte Gegner. Da ich aber da was Spezielles habe, das wir später noch holen und ich mit meiner Waffenschmiedin was herstellen kann für Präzision und sowas, würde ich da jetzt nicht so viel kaufen. So, die Wegmarke ist hier hinten. Ich gehe mal wieder kurz auf dem Raptor, dass wir ein bisschen schneller sind. Denn ich habe nicht mehr viel Zeit und ja, ich möchte eigentlich so wenig wie möglich aus den Videos rausschneiden, damit du das volle, den vollen Ummaß der Story einfach siehst. Müssen wir hier unten vielleicht rein? Zumindest können wir da rein. Wir gucken einfach mal. Wir rennen ihm einfach mal hinterher. Ich glaube, das ist auch ein Elementarmagier. Vielleicht ist hier sogar ein Punkt drin. Ich weiß es gerade überhaupt nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Da ist ein Typi, der ist aber gelb. Die würden uns nicht angreifen. Die greifen uns an. Entschuldigung. Hör auf, ihn anzugreifen. Und guck, die Gelben helfen uns dann. Außer wir... Okay, außer man trifft sie, dann werden sie auch rot. Sonst machen sie einem nichts. Nur wenn du sie halt angreifst. So. Sag mal... Ah, nee, du bist kein Elementarmagier, du bist ein... Necromant bist du. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was mir das bringt, wenn ich jetzt hier dem hinterher renne. Wir gucken mal ganz kurz. Also ich glaube, Punkte und sowas bringen es mir hier nicht. Dann gehen wir kurz raus. Und ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie zur Bank mal demnächst kommen. Ich glaube, mit der Bank machen wir erst, wenn wir hier die Karte abgeschlossen haben. So, kann ich jetzt auf mein Reittier? Danke, dass wir einfach schneller rauskommen. Wie gesagt, der Raptor ist sehr... springweit und ich wollte die Tiere eigentlich jetzt nicht so zu Beginn oft nutzen, weil man es in der freien Version halt auch einfach nicht hat, aber um irgendwo schnell rauszukommen, bietet sich's halt an und ich spare mir halt ein bisschen Zeit bei den Videos. So, wir gucken nochmal auf der Karte. Wir haben noch einen Punkt. Den holen wir uns. Tschum, tschudum, tschudum, tschudum. Genau, wir holen uns den Punkt jetzt noch und dann würde ich sagen, ist diese Folge auch schon zu Ende. Die Zeit vergeht einfach rucki-zucki hier in dem Spiel. Das ist mega krass. Ja, wir müssen hier weiter irgendwo. Weiter außenrum. Ach gut. Na, genau. Bei dem Spiel gibt es auch mal so ein paar Sachen, die mich ein bisschen nerven manchmal. Und zwar gibt es so durchsichtige Wände. Wenn du zum Beispiel irgendwo drüber fliegen möchtest mit der Himmelsschuppe und knallst als gegen so eine durchsichtige Wand. Und das funktioniert einfach nicht. Du kommst da nicht durch. Du musst dann außen rum, was manchmal sehr nervenzerreibend sein kann. Aber naja, es ist halt so. So. Gut, den Punkt haben wir. Wir sind Level 5. Brauchen nicht mehr viel und sind Level 6. Und ja, wir gucken jetzt gerade mal in unserem Inventar, was wir wegpacken können. Wir haben neue Waffen bekommen. Wir haben winzige Totems, die können wir wieder lagern. Wir haben noch einen Stab bekommen. Der hat Präzision. Beides Präzisionsstäbe, toll. Und sogar dieselben, geil. Das machen wir mal auf. Oh, wir haben ein bisschen Leder gekriegt, das ist immer sehr cool. Und ein bisschen Jutegezeug. Den können wir noch aufmachen. Buddha. Gut, die Buddha können wir verkaufen. Und den auch, gut, genau. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, schreib es mir gerne in die Kommentare. Lass ein Däumchen da. Und ja, ich bin mega gespannt. Ich freue mich, wenn wir das weiter hier verfolgen, mit unserer süßen Soraya weiter unsere Geschichte verfolgen. Und in 2 Folgen Level 5 finde ich eigentlich ganz gut. Wenn nicht, müssen wir mal gucken, wie ich das anders mache. Aber ich möchte ja halt wirklich alles Mögliche versuchen zu zeigen. Wie gesagt, ich bin kein Profi. Selbst ich weiß bei allem noch nicht alles und spiele es halt so, wie es für mich Sinn macht, dass ich es verstehe, dass es mir vor allem Spaß macht. Und das ist das Wichtigste, egal was du spielst, es muss dir Spaß machen. Wenn es dir keinen Spaß macht, dann hast du keinen Bock und das merkt man halt dann auch. Und dann, ja, wenn du dann Geld auch noch in ein Spiel investiert hast, ist es immer blöd, wenn du dann keinen Spaß mehr dran hast. Deshalb spiel die Spiele, egal was du spielst, immer mit Spaß dabei. Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt, wie die 2 Parts jetzt angekommen sind. Es gibt immer einmal in der Woche eine Folge, da ich das anders mit meiner Uni nicht hinbekomme. Da ist unser Kilian wieder, unser anderer Elementmagier. Der hat so einen komischen Schnurrbart. Genau, nächstes Herz werden wir dann in der nächsten Folge machen. Und ich muss immer mal gucken, ob ich vielleicht ein paar Passagen rausschneide. oder dann halt auch immer zwischendurch ein bisschen was selbst machen. Aber das möchte ich eigentlich. Ich möchte ich eigentlich wirklich von Anfang bis Ende mitnehmen, auch wenn das dann immer ein bisschen langatmig werden kann. Aber ja, schreib mir einfach mal deine Meinung dazu, wie wir es am besten machen sollen. Ob ich dich wirklich bei jedem Schritt mitnehmen soll. Oder ob man sagt, okay gut, wenn ich jetzt mal so rumrenne bis zum nächsten Herz, ob ich das rausschneiden soll. Denn ich möchte ja dich mit dazu, mit einbinden. Und ja, freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!